Rudi, du machst nichts und kriegst dafür Eisen. Jetzt willst du da noch traden mit einem armen Mann? Ja, ich Ich hatte bin doch eine eine Power. Eisenfarm gebaut, die anstrengend war, vor allem weil ich da übelst Probleme hatte. Also, Karotten habe ich, ja. siehst du, hast du schon mal was ich nicht habe zum Beispiel. Dann traden wir einfach ein paar Karotten, ein Stack gegen, sagen wir mal, 10 Eisenblöcke. Ein armer Schlucker, ich habe eine Emerald. Ich habe nur das da. Aber du hast, So, glaube ich, auch darf ein ich paar hier gehen? Totems, oder? Ich habe. Ich darf hier. Ich das hier? Ah, ja, ich habe nur das da. Also die ganze Schalker-Box würde ich den Input gerne nehmen, also ja. Das ist aber das ist meine Privatkiste. Dafür würde ich dir auch ein Goldie. Stack Eisenblöcke geben. Kriegst für den Stack Eisenblock kriegst du einen Stack Emerald Block und ein Totem. Machen wir zwei Totems drauf und ja, das passt. Ja, okay. Zweitens ist noch okay. Ich habe aktuell Oh nur Gott. Bratkartoffeln. Ja, ich brauche Kartoffeln zum Anpflanzen. Dankeschön. Ja, okay, dann muss ich kurz noch was vorab farmen. Jemand vielleicht Interesse an dem, was ich hier in der Hand halte? Das haben wir noch übrig. Das habe ich auch sehr zu viel gecraftet. Dann aber heute sagst du was. Ja. Sie hat eine Attack-Damage von 10. Ich Und habe von. 10. Die Axt, die ich hier in der Hand habe, die hat 10,5. Oh, Hat aber zusammen. oh, oh! Flo hat einfach Behandlungsbasis komplett auseinandergenommen. Ich schwöre! Es macht doch für mich keinen Sinn, eine Axt zu kaufen oder zu traden, die 10-mal mehr Wert hat, weil es halt einfach Netherite ist, aber die weniger Attack Damage macht. Ach, du meinst für die Axt? Ja. Ein halber Stack Eisenblöcke, den würde ich sehr gerne nehmen. Okay, dann. So, mittlerweile habe ich selbst kein Eisen mehr, ich merke schon. Als Weil das ist viel. Abschiedsgeschenk gibt es einfach noch das hier. Komm in die WhatsApp-Gruppe, Oi. Goldie. Ja, komm in die WhatsApp-Gruppe. Juhu. Da kannst du besser traden. Porsche Cayman-S, Jungs. Ne? Ich habe es ein bisschen gehandelt. Ich wollte eigentlich so die Ergebnisse aus einer Nacht Eisenfarm machen. Ich glaube, es waren jetzt 2,5 Stacks. Jetzt habe ich nur noch ein Stack Eisenblöcke. Also, ja, ich habe gut gehandelt. Aber dafür habe ich hier was zum Anbauen bekommen. Eine Menge Emerald-Blöcke, Totems, was ich auf jeden Fall brauche. Das ist mein erstes Netherite-Tool. Yay, ich war noch nicht einmal im Nether, aber egal, ich bin Netherite-Tool jetzt. 10, 15 Minuten kurz. Ja, das ist okay. Das zweite hier ist für Goldfarm, okay. Muss ich dann zu euch kommen oder wie sieht's aus? Ja, das wäre eigentlich schon besser. Hey, warum müsst ihr so weit weg sein? Ich glaube, haben wir da auch ein Netherite, oder? Ich glaube, deswegen habt ihr es gemacht. Ja. Oh Mann. Nochmal kurz Therapie. Okay, Leute, ich bin jetzt hier oben. Ein paar Level farmen, weil ich mir jetzt die Tools machen möchte und da brauche ich halt eine Menge Level und so. Ich habe ich so lange jetzt alles hergetradet, dass ich da einfach viel Equipment habe, dass ich alles besser machen kann eben. Oh. Ja. Komm ich ja wieder. Farm läuft. Und die ganzen Pickles schon, die ich umbringen wollen. Wie komme ich denn wieder oben in diese, wo ich Level bekomme? Die einfache Frage ist, was machst du da unten? Ja, das frage ich mich auch. Ja. Ich habe jetzt komplett hier Schwert OP gemacht. Tools sind auch soweit eigentlich fertig. Es fehlt natürlich noch so was extra Zeug wie Federfall und so. Das kann ich mich jetzt mit dem Bild schon noch kümmern. Mal gucken, wie ich jetzt weitermache. Okay, Leute, ich habe eine Menge Materialien gefarmt. Ich habe jetzt nämlich vor, die Burg endlich mal anzufangen zu bauen. Also unsere richtige Starterbase. Hier ein bisschen Deep Slate und normalen Stein. Bricks Zeug halt. Daraus wird nämlich die Burg größtenteils bestehen. Aber mal hier anzubauen. Hier soll auf jeden Fall der Eingang hinkommen, weil an allen anderen geht es so extrem weit nach unten vom Berg. Hier ist doch ein bisschen am flachsten, deswegen kann man deinen Eingang einfach am besten auch bauen. Schon relativ schnell einen Turm an, den ich ja schon komplett voll skizziert habe. Also kann ich hier einfach die Cobblestone jetzt mit Bricks austauschen. Deswegen muss ich das jetzt einfach mal ein bisschen hochstecken. Auf jeden Fall nicht nur diesen normalen Ziegelstein hier werden. Da werden noch ein paar andere Blöcke dann reingemeißelt, randomized, aber gerade für die Konstruktur werde ich das nur so bauen. Dann im Nachhinein doch da noch mehr reinklatschen, das glaube ich einfach am sinnvollsten. Oh, dann steht mir da weniger schon zum Turm so ein bisschen. Okay, gerade waren, möchte ich aber noch hier ein bisschen Holz noch einarbeiten. Ein bisschen was machen, kommen wir natürlich auch auf jede Seite. Also, das darf natürlich an den Seiten auch nicht fehlen. Jetzt auch das hier so ein bisschen ein Park, die Slabs. Ist dann der Eingang, also ja, sollte ich da am besten nicht machen. Und hier noch und hier wird es natürlich mit dem eigentlichen
Design weitergehen. Dann packe ich hier, glaube ich, doch nochmal das hier hin. Und normalerweise sollten das hier nur zwei solche Pfeiler werden, weil dann wird es hier mit der Treppe weitergehen. Und hier ist so eine Steepsland-Wand rein, mehr oder weniger, für die Schräge, dass es einfach einen geilen Kontrast hat. Da darf eigentlich auch direkt an, mal das Ganze hier schon zu randomisen. So, das machen wir mal so 6 Blöcke hoch. Dann kommt hier wieder, dass es noch einen Übergang hat, so eine normale Steinslab ran. So, dann kommt hier auf der schrägen Mauer auf jeden Fall noch ein paar Zinnen hin, so Burgzinnmäßig. Aber das Ganze werde ich auch auf den Türmen noch machen müssen. Einfach mal auf dieser geraden Version an. Und hier den Schrägen packen wir dann einfach sowas ganz Einfaches hin. Okay, dann ist auf jeden Fall zumindest schon mal der erste Turm soweit fertig. Und jetzt kann ich das auf den ganzen anderen Türme, Schrägen eben erweitern. Aber ich würde sagen, davon wird es einfach eine Timelapse geben. Fortschritt gemacht. Ich glaube, der letzte Teil war nicht mehr da drin, weil es am Ende einfach mit dem Steinemeister knapp wurde. Deswegen habe ich da mal kurz gefarmt, musste warten, bis es durchgebrannt ist und so. Ich habe auch außen diese Kontur überall, innen nicht, weil ich zuerst zu faul war. Aber es ist mir doch aufgefallen, dass es gar keine schlechte Idee war, weil die Kontur wird man so oder so nicht innen sehen. Soweit ist eigentlich alles außen fertig. Ich habe nochmal dieses schräge Deep Slate-Variante zwischen den Türmverbindungen auch auf die Gerade umgewandelt gebaut. Also die grobe Burg steht schon mal zumindest von außen. Da noch sehr viel gemacht werden. Generell habe ich ja nur grob auch diese Türme gebaut. Da wird auch noch so was wie riesiger Steinziegel reinkommen. Nämlich hier dieses Slab, die ich jetzt komplett als Boden oder als Decke, kann man sagen, für die Burg nehme. Deswegen sieht man diesen unteren Teil der Türme nicht. Und was soll ich jetzt machen? Deep Slate werde ich noch währenddessen fahren müssen, weil es nicht ausreichen wird. Genau. Okay, Leute, Burg ist mehr oder weniger fertig. Zumindest alles, was Äußere angeht und so. Ich habe jetzt hier unter anderem noch dieses Eingang, Tor so ein bisschen verfeinert. Richtig gemacht, weil man da auch noch hier und da noch was verbessern kann. Hier oben ist überall das Dach fertig. Das war auf jeden Fall jetzt eine Menge Arbeit, vor allem wenn wir kaum ein Sleepslab mehr hatten. Aber das ist fertig. Aber ich habe auch angefangen, eben diese abgesägten Eichelbaumstämme als Boden zu verwenden. Was auch eine Menge Arbeit war, weil es halt alles Logs sind. Dafür habe ich halt einfach bei uns der richtigen Base, kann man sagen. Dort einfach den ganzen Wald mit dem gefühlt abgeholzt. Aber das ist endlich fertig. Die Burg steht soweit für die Starterbase. Hier wird sehr viel gebaut und so Produktivität, farmenmäßig, als Dodo im Nachhinein immer mal wieder was gemacht. Hier unten eine Zuckerrohrfarm zum Beispiel, eine automatische. Wo man da sagen muss, dass man noch hier verschieben muss, weil wir haben hier generell den Eingang ein bisschen was verkackt. Wir mussten alles um einen Block nach da verschieben. Jetzt haben wir hier soweit alles angepasst. Das einzige ist die Zuckerrohrfarm, die noch um 2 Blöcke, glaube ich, da verschoben werden muss. Und der Eingang, der noch ein bisschen nach rechts verschoben werden muss. Also, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen hier sein. Symmetrie war hier eben komplett am Arsch. Ich glaube, hier wurden noch ein paar Toolsmesser oder so gemacht. Aber die Shutterbase, die Burg, steht erstmal, was ein sehr guter Vorteil ist.